und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pläne zu Folge 36. Ja, einmal happy herzlich willkommen, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, happy herzlich willkommen kann man auch sagen. Der Mille und ich machen jetzt hier nochmal ein bisschen Zaunarbeit, denn wir fangen unseren neuen Zoo an. Richtig. So, und das Elefantengehege soll ja auch jetzt dann langsam fertig werden. Genau. Da ist ja noch relativ viel Zaunarbeit dran. Besser kriegen wir es hier gerade mit der Kante nicht gelöst. Ich werde da, glaube ich, nochmal Blumen oder so hinmachen, damit unser innerer Monk ein bisschen befriedigter wird oder sein wird. Ja, irgendwie denn wir haben eine Ankündigung zu machen. Folgende Ankündigung. Jetzt am Wochenende, also jetzt Sonntag, startet die Premiere zum zweiten Zoo auf YouTube. Und zwar unser Zoo of Sandur. Wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Und der startet am Sonntag um 18 Uhr. Richtig. So ist der große Plan dahinter. Der wird dann kommen und um 18 Uhr sind wir dann im Live-Chat mit euch gemeinsam hoffentlich. Wir haben uns extra für eine etwas spätere Zeit entschieden, weil viele haben ja Sonntag auch mal was vor. Und wir mussten halt gucken, dass wir einen Tag wählen, wo Mille und ich beide zu Hause sind und nicht arbeiten sind. Und deshalb ist es jetzt der Sonntag geworden. Ja, ich denke mal, die Zeit hier ist auch ganz gut. Ja, das denke ich auch. So, schauen wir mal, dass wir den letzten hier jetzt auch noch platziert kriegen. Deswegen ist die heutige Folge auch nicht so lange, denn diese beiden Zoos werden im Wechsel zueinander stattfinden. Das heißt, eine Woche kommt dieser Zoo am Mittwoch. Und die Woche darauf der andere. Also wird nächste Woche Mittwoch, weil ja jetzt Sonntag die Speziellfolge kommt, jetzt nächste Woche Mittwoch Fire Drums aber wieder kommen. Also dieser Zoo, den ihr jetzt gerade seht, happy herzlich willkommen, das ist er. Für alle neuen Abonnenten ein happy herzlich willkommen an dieser Stelle. Und ja, denkt an den Daumen, der ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und damit helft ihr uns auch ungemein, wenn ihr uns da auch ein bisschen mit unterstützen würdet. Und vielleicht auch nochmal ein kostenloses Abo dalasst. Das kostet euch nichts. Und wir würden uns umso mehr freuen, denn ihr helft uns damit wirklich. Richtig. Und fleißig, fleißig schreiben. Genau, fleißig, fleißig schreiben. Immer fleißig, fleißig schreiben. Ja, ich habe gerade gesehen, dass Zebra gestorben. Ist es soweit? Nein, nein. Guckst du. Oh. Unser Bubili ist gestorben, ne? Haben wir denn jetzt überhaupt schon noch ein neues Zebra? Ich gucke jetzt erstmal, was wir jetzt allgemein nochmal im Zoo haben. Denn wir machen jetzt auch nur so ein bisschen Management heute. Es wird soll eine relativ tiefenentspannte Folge werden. Wir haben uns so gedacht, so 10 Minuten, 15 Minuten. Das Endprodukt seht ihr, wir wissen es noch nicht. und ich suche jetzt mal eben hier die Zebras raus. Denn wir haben ja letztes Mal auch gar kein gutes Zebra-Männchen bekommen. Ich guck mal, Weibchen haben wir ja jetzt schon. Er ist gestorben, die beiden Mädels sind aber noch mal schwanger. Ich hoffe, das funktioniert auch alles noch so. Und dann sollten wir jetzt ganz dringend im Tierhandel noch mal nach einem Steppenzebra gucken, dass ihr da auch ein gutes Männchen bekommt, was hoffentlich nicht so teuer ist. Denn letztes Mal waren die ja Scheibenkleister teuer. Guck mal hier. Aber der ist 14. Das ist natürlich relativ alt. Aber er ist jung. Er ist Bronze. Doch, und da ist auch noch einer in Gold. Ja. Aber das egal. Hauptsache gute Werte. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache er hat gute Werte. Und daraufhin können wir jetzt nämlich dann sagen, wir lassen. Komm mal her, ihr Steppenzebra. Ach, wir hatten schon ein Männchen. Ach, du heilige Ananas. Ja, ja gut, aber dann haben wir da Goldmädchen, dann brauchen wir nächste Runde kein neues. Das hatte ich dann doch auch. Naja, gut, dann haben wir einen noch. Hätte ich doch mal vorher geguckt, ne? Wer lesen kann, ist klar am Vorteil, ne? Das Sprichwort kennt ihr bestimmt auch alle. Ja, aber wir haben ja genug Blätter, ne? Ach, hier, guck mal, die Krustenechse hatte auch gerade Nachwuchs. Ich glaube, wir sollten allgemein nochmal hier durchgucken, was auch nochmal so abgeht hier, was wir irgendwie brauchen. Denn das ist ja das große Problem. Je mehr Tiere du hast, irgendwann verlierst du einfach den Überblick. Ja. Also unsere Elefanten sind alle schwanger. Das ist großartig. Das Breitmaulnashorn. Oh, hier sind zwei Mädchen drin. Ach genau, da warten wir ja gerade darauf.
Sie sollte doch noch freigelassen werden, denn sie hat ja gerade noch ein Baby bekommen. Sie war ja schwanger bereits, ne? Jo, dann. So, dann können wir jetzt ja noch mal gucken. Da, guck mal, ein Silbermädchen. Annele. Oh, wie schön. Das ist doch gut, ja. Das ist doch richtig gut. Und dann gucken wir mal, was die beiden Süßes zaubern hier. Das werden wir irgendwann dann auch noch mal erfahren. Die Diamantschildkröte war gerade nicht fleißig. Die Eisbären, da warten wir gerade darauf, dass sie groß werden. Du sitzt im Handelszentrum. Hier ist es bald soweit. Coca und Cola haben wir freigelassen. Was geht denn so bei den Elchen ab? Das dauert noch so eine Weile, bis die soweit sind. Dann haben wir noch unsere Erdmännchen. Da ist doch kein Männchen. Da ist gar kein Männchen. Was ist denn hier los? Erdmännchen ohne Männchen. Ne, Erdmännchen ohne Männchen, ja. Erdmännchen, Erdmännchen. Haben wir hier denn noch was drin? Nee, guck mal, wir haben gar kein Männchen. Was denn da los? Was ist denn hier Da los, müssen wir Mensch? einkaufen, wa? Da müssen wir ja mal einkaufen. Wie gut, dass wir heute mal so ein bisschen Ja. gucken, was wir so tun, Ist ne? doch mal gut, wenn man ab und zu mal Lucky-Lucky Oh, da ist die macht. Fruchtbarkeit aber gar nicht Nee, die gut. ist gar nicht gut, ne? Guck mal, hier ist wenigstens alles grün für denselben Preis, ne? Dann nehmen wir ihn mal mit. Wie gut, dass wir auch aus dem Kopf wissen, wo das Gehege sitzt. Das ist nämlich hier vorne. So, dann kannst du da gleich hin und dich mal ein bisschen um unsere süße Mausi kümmern. Ja. So, und dann schauen wir doch mal weiter hier. Tierhandel. Hier sind jetzt auch, ne? Hier sind keine Jungs drin, ne? Dann haben wir doch noch mal Glück, dass wir sie vielleicht auch noch mal verkaufen können hier, ne? Oh. Warte mal, 1000 war ja jetzt ganz viel. 5, 45. Dann mache ich sie jetzt mal für 1045 rein. Und dann hoffe ich ja mal, dass sie rausgeht, Ab und ne? zu klappt das mal, ja. Ab und zu klappt es ja Ja, mal, wenn ne? gerade nichts drin ist oder Ich so, traue ja dann. immer noch um unsere Hunderttausende. Oh, Ah. ach, die kriegen wir auch wieder zusammen. Da sind schon wieder Pfennigs. Und da ist noch was im Handelszentrum, witzigerweise. Und Ja. dich haben wir gar nicht zu fassen gekriegt, scheinbar. Dann komm doch mal ganz dringend ins Handelszentrum mit 1,2. Dich haben wir dann du letztes Mal vergessen. Und dann gucken wir doch jetzt einmal hier nach Pfennig. Denn die hatten wir ja letztes Mal auch drin, ob überhaupt alle rausgegangen sind. Guck mal, die beiden sind nur noch da. Wie sieht es denn hier im Bazar gerade aus, wollte ich gerade sagen. Pfennig. Oh. Also viel Money Money kriegen wir dafür nicht. Ne. 700 ist hier. Dann machen wir doch mal beide für 500 rein. Und dann sind wir vielleicht immer noch gut, ne? Und Jo, probieren. wir haben trotzdem 1000, ne? Mehr als dass sie nicht rausgehen, kann uns ja eigentlich nicht passieren, ne? Ja, man muss das ab und zu mal versuchen. Ja. Ne? So, das, was da angegeben ist, das ist ja der Vorschlag vom Spiel, von denen. Genau. Man Ne? kann es ja aber auch Gott sei Dank ändern. Ne? Man kann es niedriger oder höher machen. Je nachdem, deswegen sollte man gucken, was Uiuiui. gerade verfügbar ist. Und meistens hat man Glück. So, eine kommt schon mal raus. Guck mal, die hat nämlich zwei Babys gekriegt. Und dich könnten wir ja sonst. Komm mal her, Tristan. Na, wir lassen dich jetzt einfach erstmal drinne. Sie sind ja nicht unzufrieden, weil wir brauchen ja noch ein Mädchen dazu. Das nützt ja alles nichts. So, dann haben wir nochmal den Grizzlybären. Das dauert noch ein bisschen, bis die hier alle groß sind. Aber da werden wir auf jeden Fall einen von behalten. Und ich denke mal, das Mädchen. Ja. So, dann haben wir den grünen Insel-Leguan. Die sind beide witzigerweise im Handelszentrum. Warum? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. In welchem Vivarien saß denn der grüne Insel-Leguan? Wir haben ja hier oben unsere Vivarienstrecke. Ich gehe die jetzt mal ab. Was sitzt hier drin? Keine. Da sitzen die eigentlich drin. Ist ja lustig. Hier sitzen die eigentlich drin. Das ist ja jetzt mal ganz witzig, ne? Habe ich die letztes Mal aus Versehen rausgenommen oder was ist hier Ich los? weiß das, ne? So, dann verlegen wir die jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, das ist jetzt auch das richtige Vivarium, ne? Kannst du das mal eben anklicken? Klima, ja, das war's. Hier waren die drin. Warum auch immer ich sie jetzt rausgenommen habe.
Weiß kein Mensch, oder ne? das Spiel gespackt oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls sind sie jetzt wieder im Vivarium. So, und ach du heiliges oh, bisschen. Da ist auch nicht was los. Eieieiei, dann behalten wir die beiden mal hier da. Davone und Lerone. Und den Rest verkaufen wir mal. Hier ist ja richtig was los. Obwohl, warum bin ich denn so dämlich, ne? Nimm doch die Goldenen. Ich wollte gerade sagen, behalten wir doch einfach die Goldenen, ne? Watkins und Sofani. Oh. So, und der Rest wird mal verkauft hier, ne? Oh, da gab es richtig Geld für. Das gab richtig gut Geld, fast 4.000, ne? Oh, kommt unserem Zoo ja auch gelegen, ne? Ja. Ist ja nicht so, als wären wir jetzt pleite, aber... Alles mitnehmen. Die Kosten, alles mitnehmen. Die Kosten steigen ja nachher auch, so die Stromkosten. Gerade jetzt, alles, wo die Elefanten, ne, da sind. Also wir machen jetzt ja... Die fressen ja auch nicht wenig. So, wie sieht es bei unseren Koalas aus? Machen wir hier mal Alter. Oh, wird bald groß hier, ne? Silberner Junge, goldenes Mädchen. Der Silberne kommt dann nachher weg. Und dann müssen wir dann auch nochmal Ausschau halten, bald nach einem neuen Jungen, ne? Ja. Weil sind ja auch nicht gerade mehr die Jüngsten hier alle, ne? So, wie sieht es denn hier bei unseren Netzgiraffen aus? Du bist schon im Handelszentrum. Und warum habe ich sie nicht ins Handelszentrum gepackt? Haben wir verpasst, Mille. Ja, das ist ja auch schon ein gutes Mädchen hier, ne? Ja, ich sollte vielleicht auch einmal ganz kurz Play drücken. Denn ist auch nicht mehr so dunkel für euch. Dunkelaufnahmen sind ja irgendwie immer so ein bisschen blöd, ne? Ja, das stimmt. So. Dann sind wir jetzt beim Polarfuchs. Oh, da sind... Die habe ich alle nicht verkauft gekriegt, du. Das ist schlecht. Dann wollen wir mal gucken... Ach, guck mal, das Riesenkänguru hat auch bald Nachwuchs. Dann gucken wir doch mal, wie die Polarfüchse gerade gehandelt werden. Und ob da viele da sind. Uiuiui. Erstmal sortieren wir hier mal den Preis. Da sind ja ganz viele, ne? Ja, oh, komm. Dann, damit sie endlich mal rausgehen. Weil letztes Mal sind sie scheinbar dann alle nicht rausgegangen. So, und dann werden wir die jetzt alle einmal hier für... 190 reinpacken. Jeden einzelnen einmal für 190. Nachwuchs haben wir ja schon wieder neu. Da waren auch goldene zwischen. Das haben wir ja gerade gesehen. Ja. Und dann können die hier alle einmal raus. So, wir sind dann auf jeden Fall trotzdem schon mal günstiger als alle anderen. Oh, das ist ja Bronze, ne? Dann machen wir dich doch einfach für 100. Und du guckst unten auf unsere Zahlen, ob da was weggeht. Jo. Also, 94.455 sind wir gerade. So, unsere Polarfüchse laufen. So, und hier haben wir dann ja auch schon, guck mal, die sind auch alle Gold, das passt doch, ne? Das sieht gut aus. So, Polar... Oh, ohne Weibchen, oder... Ja, scheinbar, da ist im Handelszentrum. Ach ja, die haben wir doch beide freigelassen. Wir warten doch jetzt darauf, dass die beiden groß werden. Mit 4,4. Da ist was weggegangen für 500. Das ist auch gut. Dann ist da der Polarfuchs weggegangen. Und hier können wir erstmal begrüßen. Roofpick, Beam Kuhai. Habt ihr auch im Moment immer fremde Leute, die ihr nicht kennt, dazwischen? Also nicht nur, also früher waren ja immer nur die da, mit denen man auch auf Steam befreundet war. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Nö, und noch was weggegangen. Aber schon 95. Ja, das ist doch gut. Immer rausgehen lassen. Immer raus. Ich möchte meine 100.000 wieder haben. Schaffen wir das in dieser Folge? Oha. Ich glaube, das wird nichts. Das wird ein bisschen knapp, glaube ich auch, ja. So, dann gucken wir jetzt erstmal weiter. Wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Beim Polarwolf. Genau, da warten wir darauf, dass die groß werden. Roter Vari. Ach du heilige Kacke. Was ist da denn los? Was ist denn hier los? Kann ich dich jetzt endlich mal freilassen? Ich meine mal, die beiden hier sind groß, ne? Du bist hier geboren. Also ihr beiden Männchen seid hier geboren. Das heißt, ihr beide... Ich packe euch jetzt, bevor ich euch freilasse, jetzt erstmal ins Handelszentrum und guck mal, wie die Wari-Männchen erstmal gehandelt werden. Zeig mal hier. Roter Vari. So, zeig mal hier.
Wo kommen denn die ersten Goldenen? Guck mal, die sind gar nicht auf der Seite hier. Das wird schon amüsant. 151 ist er drin. Was kriege ich denn fürs Freilassen? Roter. Also ich meine mal, der eine ist ja eh schon ohne Auszeichnung. Ne? Das wird sowieso nichts, ne? Freilassen 81, kriegst du. Komm, dann machen wir hier jetzt mit ihm 125. Und für dich nehmen wir, da bin ich immer noch gut, 55. Immer noch mehr als mit Fürs 39. Freilassen. Ja, schauen wir mal einfach mal. Was ist So. hier los? Ach, ein Verkaufsautomat ist ausgefallen. Dann rufen wir da doch mal. Hier ist ein Tier unzufrieden. Tier unter niedrigem Wohlbefinden. Was ist denn Ihr Problem? Ernährungszustand. Die Versorgung wird angekreidet. Das ist immer das Nervige an Affen, ne? Die haben immer Ja, was zu jödeln. jo. Gerade wenn sie Durst Wahrscheinlich bauen haben. wir sie deshalb immer nicht, wenn wir privat bauen. Nee. Obwohl sie ja toll sind, ne? Aber. Ja. So, was haben wir hier denn jetzt noch? Ihr beide seid im Handelszentrum. Ihr seid noch Babys. Das ist praktisch. Dann gucken wir jetzt erstmal weiter. Also, die Affen machen ihren Job wirklich fleißig. Wie sieht es denn hier aus? Guck mal, hier haben wir jetzt schon. Oh, guck mal, hier haben wir schon die nächsten beiden Babys. Ja, Und eine ist noch schwanger, das ist eine ist noch praktisch. schwanger, So, Schneeleoparden sind schon raus. Das hatte ich offscreen gehandhabt. ja. Da Aber ist wieder was weg. das ist gut. Immer rausgehen lassen. Aber die eine Schneeleopardenmausi ist gar nicht weggegangen. Die Schwester schon. Ach nee, eine muss ich ja so oder so behalten, ne? Wenn die beiden groß sind. Ne? Wie alt sind denn jetzt die Eltern? Guck mal, die sind nämlich jetzt schon 17. Die könnte ich nämlich jetzt eigentlich freilassen. Können sie noch mal ein bisschen Freiheit genießen? Und dann suchen wir jetzt noch einmal ein Schneeleopardenmännchen aus dem Tierhandel raus. Hier oben muss ich hin. So, und jetzt Schneeleopard. Schneeleopard. Und das haben wir dann jetzt auch schon an dieser Stelle. Mal gucken. Eintrag abgelaufen. Ach, das ist ja praktisch. So. Und jetzt suchen wir ein halbwegs günstiges Männchen in Gold. 700 bin ich gewillt auch zu bezahlen. Hier ist der erste. 1035. Und wenn ich bei dir was rauflege. Ich glaube, wir nehmen jetzt ihn. Und dann kommst du hier jetzt rein. Und dann müssen wir mal gucken. Nee, wir sind schon hier richtig. Wieso ist denn hier alles weg? Schnee. Schneeleopard. Und du musst. Umverlegung. Da steht schon Umverlegung und du kommst hier auch hin. So. Können unsere Leute mal ein bisschen arbeiten hier. Gut. Das kann ich jetzt schließen. Dann geht es hier weiter. Wir sind schon fast durch, Mille. Ja. Unser Zug kommt mir viel größer vor. Genau, jetzt müssen wir hier mal einmal gucken. Also, wir haben zwei Mädchen, wir haben ein Buble dazwischen. Und die sind alle noch nicht ausgewachsen. Irgendeine Einrichtung hat gerade keinen Strom. Warum? Doch jetzt. Ah, musste nur repariert werden. Guck mal. Und so sind die süßen, herrlichen Alltagsproblemchen in. Ja, in Pläne zu, das ist, ne? Wenn, gerade, das, du machst ja viel auf Pause und ja, wenn da was ausfällt, dann er wird ja auch nicht repariert, dann muss man wieder auf Play drücken und damit das ja wieder aktualisiert wird. Aber es ist ja wieder alles in Ordnung. Ist wieder Strom. Und jetzt machen wir noch die letzten Tierchen. Jetzt sind wir bei den Seht ihr? Tubenhungerzellen. Das zeigt auch an, dass das neue Tier angekommen ist, der Schneeleopard. Ja. Und dann gucken wir mal. Und guckt mal hier. Wir haben fünffachen Nachwuchs, beziehungsweise vierfachen Nachwuchs bekommen und sogar ein Bronzemädchen dazwischen, die wir auf jeden Fall behalten. Ja. Und ich finde einfach, da Frank so kostenlos immer arbeitet und so einen schönen Bezug zu Wölfen hat. Frank, wir hätten gerne einen Namen für unser Mädchen Ja, von dir. dann lass dir mal was einfallen, Dann lass dir mal was einfallen, wie bitte. wir diese wunderschöne Wolfsdame benennen dürfen. Und damit du deine große Liebe endlich kennenlernst. Aktuell heißt sie noch Catrice. Hier läuft sie. Manchmal muss man sie ja auch sehen, damit man den Namen fühlen kann, ne? Können wir noch ein Stück runter? Da sie ist.
Ist sie nicht wunderschön? Ja, dann bin ich mal gespannt, was da für ein Name bei rauskommt. Ja, ich auch. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drüber. So, dann wollen wir hier jetzt einmal weiter gucken. Wir sind ja jetzt hier schon fast am Ende. Jetzt sind es noch die Warzenschweinchen. Ach, du heiliges bisschen. Ja, können auch bald, die können auch bald mal weg hier, ne? Die Alten, meinst du? Die Älteren, ja. Einmal, glaube ich, können sie noch und dann. Aber, ne? Da sind immer noch drei Weibchen und ein Männchen drin. Viermal das Schweineglück, ne? So, und jetzt Ja. kommt noch unser Löwe. Das kann auch nicht mehr lange dauern. Mit 3,8 sind die, glaube ich, groß. 2,2 ist unser kleines Sternchen hier, ne? Ja. Der Dulu. Oh, er spielt gerade mit den Kartoffeln. Nee, er macht gerade Kacki. Spielt sie jetzt mit den Kartoffeln? Ja, du willst noch mal groß werden, ne? Das willst du noch. Was tust du denn jetzt? Mama ärgern? Letztes Mal, wo ich hier war, hat er Mama an ihrem Schweif geärgert. Ja. Ja. Es war ganz zauberhaft. Guck mal hier, auch Oh, gleich wieder. von Es ist der immer Au. toll, ne, in den Aufnahmen. Jedes Mal, wenn du auf die Tiere zeigst, müssen sie sich leider immer erstmal erleichtern, Ja, ne? unglaublich, ey. So, Frau hier war da auch gleich. Passt. Jo, Passt. hast ja richtig hingeblendet. Ich wollte gerade sagen, das ist Ja. aber jedes Mal, ne? Das ist sagenhaft. Ja, der Stau nervt mich immer noch. Ja, ich Ich glaube. hatte eigentlich gehofft, dass die Leute jetzt mal so ein bisschen mehr hier hochgehen, auch wegen dem Elefanten. Aber hier ist ja auch schon gut was los, ne? Ja, also da ist ja schon wenigstens ein bisschen was los, Das aber Einzige, was wirklich traurig ist, ja, da oben ist ein bisschen wenig auf der Ecke, also hier ne? ist ja echt alles leer, ne? Mama hat sich so viel Mühe gegeben hier oben, damit keiner hier hingeht. Oder wir müssten mal einen Teleporter kaufen. Also so einen Gästespawner kaufen und den hier hinsetzen. Was gibt's sowas? Zählt dann sozusagen auch als Zooeingang, ja. Ja, aber den Stau, den kriegen wir irgendwie nicht weg, da, ne? Nee, das ist halt einfach auch zu klein. Ne? Hier ist schon wieder eine Ausrichtung ausgefallen. Was ist denn dein Problem? So, jetzt fordern wir hier erstmal einen Techniker an. Die Wasseraufbereitung, ne? Ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen noch mal wieder Techniker. Jo, dann stell noch mal zwei ein, wa? Hier ist auch noch mal ein Solarmodul ausgefallen. Ich glaube, die kommen da gar nicht mehr gegen an, ne? Ne, dann müssen wir noch ein Also wir haben ja in den Zoo auch keine Arbeitsbereiche. Netzgeräte erwartet Nachwuchs. Das ist hervorragend. Also ich glaube, wir stellen jetzt noch mal zwei Techniker ein. In dem nächsten Zoo werden wir auf jeden Fall Arbeitsbereiche machen. Das steht schon mal fest, wie das Amen in der Kirche, so sagt man Ja, ja. dass die auch wirklich eingeteilt sind. Dann wird das alles ein bisschen flüssiger und So, vernünftiger dann gucken wir läuft. uns mal die Finanzen von dem Zoo an. Wir haben letztes Mal nur 677 Gewinn gemacht im letzten Jahr. Oh, das ist nicht viel. Viel ist das nicht. Und jetzt haben wir noch Ja. zwei Techniker eingestellt, ne? Ja. Ich glaube, wir sollten dann vielleicht auch noch mal höher gehen. Kinder wieder ein bisschen günstiger. Und mal gucken, ob unsere Zoobesucher das so hinnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Geld. Das nützt ja auf jeden Fall nichts, ne? Gut, hier oben wird wahrscheinlich auch nie einer. Doch, guck mal. Die sind wirklich hier oben hingekommen. Oh, wie toll du hier auch reingucken kannst, ne? Ja, also die Aussicht ist doch richtig gut. Oh, guck mal. Das müssen wir gleich ausnutzen. Jetzt hauen sie ab. Jetzt hauen sie ab, Dafür ja. mache ich jetzt einen Ballon kaputt. So, Ja, das war meine Rache. da hast du ja Spaß dran. Müssen sie gleich einen neuen kaufen. Hast du auch einen Ballon verkauft drin? Dann müssen sie gleich einen neuen Ich glaube holen. ja. Ich glaube, ich habe hier unten. Head's Fantastic. Nee, habe ich nicht. Aber hier sind ja. Doch, hier ist Looney Balloon. So, hier, ich mache eure Ballons dafür kaputt. Die kommen da vorne gar nicht längs, aber das ist so So. gewollt, ne, Alles oder? kaputt gemacht. Am meisten würde ich jetzt sagen, guck mal, die gehen jetzt hier rum. Wenn die sich jetzt wirklich neue kaufen, dann würde ich lachen. Da würde ich jetzt wirklich lachen, ne? Hier sind sie. Hier der Glatzköpfige. Also im Moment gehen sie auf die Stelle. Das müssen wir leider noch in die Endfolge packen. Das müssen wir jetzt noch mal erfahren. Nee, jetzt gehen sie erstmal auf Klo. Ich spule mal ein bisschen vor, weil die Folge ist schon wieder so lang. Zebra erwartet Nachwuchs. Und irgendwas ist da noch. Nein, sie haben keine neuen Ballons gekauft, auch wenn wir Na? sie kaputt gemacht haben. Ja, so. Schade aber auch.
So, und jetzt haben wir hier noch einmal, hier muss ich dann auch noch mal einen Techniker anfordern. So, und was hattest du? Im Zebra war Nachwuchs. Ja, dann hat, ist sie jetzt schwanger geworden. Das ist doch gut. Dann arbeitet das neue Männchen doch schon hervorragend, ne? Ist auch mit immer noch eins der tollsten Gehege hier mit den ganzen Savannentieren, ne? Ja, das stimmt. Also da ist ja wirklich viel, viel Platz. Die haben ja auch ihre eigenen Mitarbeiter bekommen, ne? Ja. Aber diese Scheune, ne? Ich liebe sie einfach immer noch. Die ist echt schön geworden. Gucken wir nochmal zum Abschied den Giraffen bei Mamfi Mamfi zu, ne? Hier Weibchen, da Männchen, ne? Mhm. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ja. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und Feierchen im Herzchen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.